Leute, ich bin hier und das ist das Zelt. Schon mal da, es steht noch eine Pringles, die habe ich gestern noch geholt, heute Morgen gefrühstückt. Wenn man dann gleich was im Magen hat, dann fühlt sich das ein bisschen besser an. So sieht es hier aus. Das ist ein Fischerstrand mit Lanchas, nennen sie das, also Kranks. Und guckt euch diese krasse Aussicht an. Wir hatten heute Morgen so richtig ultra geilen roten, blauen Himmel. Hört ihr den Storch? Jetzt ist er gelandet. Jetzt fliegt er wieder weiter. Ja, hier macht er gerade sein Taxi zu. Das sind diese drei rädrigen Taxis. Auf jeden Fall, ich habe gut geschlafen. Für die ist das heute ultra kalt. Für mich ist das super angenehm. Also, hat auch auf jeden Fall Morgentau gegeben. Wie man so sieht, da ist nass. Morgentau. Ja, jetzt schaut euch mal den Vogel an. Der ist schon seit gestern so da. Der Storch, der fliegt jetzt weg. So. Das sieht so aus. Und hier vorne, ich zeige euch jetzt mal, wo mein Motorrad steht. So, hier steht mein Motorrad. Ich bin hier gestern bei Nacht angekommen. Und ja, das wurde das geklärt. War dann ganz freundlich, durfte ich hier pennen. So, hier steht es. Oh fuck, das ist ja ganz nass. Ja, wie die Sonne kommt, wird es wieder trocken. Und dann sieht man hier so Restaurants, wo man essen kann. Und dann schaut euch mal an, wie viele das sind. Da hinten ist noch ein Restaurant. Auf jeden Fall haben die gemeint, dass, beziehungsweise ich habe halt auch gefragt, ob es hier viele Ausländer gibt, ja? Also viele Touris. Und es sind nur Einheimische hier, die hier essen. Guckt euch das mal an, ja, wie toll das aussieht. So, und dann gehe ich jetzt mal hier hinten hin. Hier hinten sieht das schon gruseliger aus. Und man muss bedenken, hier in dem Wasser gibt es Krokodile. Wie ich euch schon gestern gezeigt habe. So sieht das auch aus. Ich stelle mir vor, da wird jetzt ein Krokodil rauskommen. Der hat gerade versucht, einen Fisch zu fangen. Ich hab's nicht auf Kamera. Seht ihr ihn da? Der haut gerade ab. Ja, bin ich schon gespannt. Heute um 9 Uhr anscheinend kommt da jemand, der für Touris, beziehungsweise nicht für richtige Touris, aber der halt dann so rumfährt. Je nachdem, wie viel man bezahlt, fährt er halt auch weiter oder auch nicht. Ja, bin schon gespannt. Sieht schon echt geil aus. Ja, jetzt gucke ich mal, das Wasser hier anschauen. Jetzt müssen wir hier schon ein Foto von hier noch machen. Schaut euch das an, da ist was im Wasser. Ich dachte gerade, was guckt der so raus? Ah, das ist ein Biber. Der frisst gerade. Ich sehe gerade, guckt euch mal den roten Ball da hinten an. Das sieht man auf der Kamera gar nicht. Aber da ist die Sonne. Ein ultra schöner roter Ball. Ich mache jetzt eine Timelapse. Thank you.
So, schaut mal, wo ich bin. So, ich bin hier auf einem Bötchen und das sieht so aus. Ich habe hier meinen privaten Guide. Schaut euch das mal an hier. Privaten Guide. Ich fahre jetzt hier ungefähr für 3 Stunden mal raus auf den See und schau mir mal so den See einfach an und nehme heute gleich mit. So sieht das aus. Danach habe ich schon ein Restaurant, wo ich gerne essen gehen möchte. Hier mein Motor angemacht. Zack, wie ein Profi. Muy bien, come on, Profi. Sehr gut. Für zur Zeit ist das geil. Ja, geil. Richtig geil. Ja, da sind wir jetzt hier mitten auf dem See und es geht hier noch viel, viel weiter. Da gibt es noch mehrere Canyon und es ist einfach nur mega schön hier. Krokodile wollen wir jetzt gucken gehen, ob wir die noch finden. Ansonsten, so sieht es hier aus. Wir haben gerade eben noch einige Drohnenaufnahmen gemacht. Er sagt gerade hier, so sollen so Krokodile sein, aber die haben so Angst vor Menschen, dass man die kaum sieht. Also wenn sie hier arbeiten und fischen, dann sind die auch nicht zu sehen, weil die einfach abhauen, weil die vor jedem Geräusch einen Mucks machen. Aber Krokodile sollen größer sein als das Boot. Also, ich kann euch mal zeigen, wenn man das Boot sich anschaut.
Hier ist das Boot. Hier ist die Spitze. Quantos metros tiene esta lancha? 6 metros? 6 metros. Y el crocodilo es más largo. Es más largo todavía. Also, das Krokodil, das ist noch länger als dieses Boot. Und das Boot hat 6 Meter. So riesig sind die hier. Sí, sí. Es del crocodilo, ¿no? Also er sagte, hier sind sie immer auf dem Stein und entspannen. Sie sind gerade auf der Jagd. Se buscan comida, creo que. Ahorita se trabajan. Hey. So, er gibt sich jetzt wirklich Mühe, mit mir hier ein Krokodil zu finden. Wir fahren jetzt in die nächste Bucht hier rein und schauen, ob wir einfach... Was ist das? Las rocas que... Mayas, son mayas que hay ahí, flotadores. ¿Qué haces con eso? Atrapa pescado. Ah, ja. Da oben sind so viele Störche. ¿Cómo se llama este pájaro, este blanco? Garzas. Garzas. Me gusta cómo escucho. Also er sagt sich hier vorne, in dieser Ecke, da wohnen die, also leben sie, schlafen. Hier ist so eine Stille. Hier sind so viele Störche. Das ist echt Wahnsinn. Pero allí es algo que se ve como... Creo que allí se viven. Sí, ahí se pone, mira, este pez, ahí se acampan, ¿ves? Porque la tierra está como muy plano. Sí, exactamente, ahí quedan, ahí está, pues, sí. Es cierto, ahí está, pues. Sí. Also hier vorne, da wo die Erde so glatt ist, da wohnen die, da schlafen die. ¿De qué tamaño está? Der ist auch ein richtiger Profi, der macht das jetzt erstmal so eine Schlaufe drum. 1, 2, 3 und dann zack. Ja, normalerweise ging das immer an direkt. Cuidado! So rausfährt und dann die Stille hat, die Geräusche von den Vögeln und die Natur, einfach der Wind so durch die Gräser rascht.
Strandbar, kann man schon sagen. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal den gleichen Fisch wie gestern nochmal essen. Ich muss jetzt wirklich aufpassen, meine SD-Karte ist schon voll. Auf jeden Fall zeige ich euch gleich, wie das aussieht. Ja. Bin jetzt gespannt, die machen ein bisschen anders als gestern und der ist sogar günstiger hier. So, hier ist meine Tasche und so sieht das hier aus. Da vorne, da hinter der Blume steht mein Motorrad und dann geht es gleich für mich wieder zurück. Ich bin echt gespannt, ich habe hier kein Internet und da wir Internet haben, weiß ich, wie lange es dauert, bis ich wieder zurück in San Cristobal bin. Private Tour, mega, mega geil gewesen. Genau. Wieder. Ich bin wieder zurück, musste ein bisschen schneller fahren, aber gut angekommen, heile. Jetzt hole ich die Gabi ab. Feliz cumpleaños, Manu! Und jetzt gebe ich sie noch zurück und dann essen wir noch hier den 24. Dezember San Cristobal.